Hallöchen Leute, hier ist wieder euer Deagle. Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Schild. So, hier wird es weiter nach draußen gehen. Ich könnte hier sogar raus. Mache ich nicht. Wir können jetzt hier... Manche Pokémon leben in Bergen, andere in den Wäldern. Pokémon leben an den unterschiedlichsten Orten. Mann, habe ich mich gerade erschreckt. Sind jetzt hinter mir aufgestanden. Dada! Antike Stadt Passberg. Gucken wir mal, was wir hier noch so finden. Cooles Arena scheint. Ich würde gerne wissen. Ah, die Pokémon. Gerne wissen, wie mich diesen vergibten Brief bringen muss. Offensichtlich ist hier oben nichts zu finden. Okay, dann heißt es halt ab in die Arena. Und dann mit ein paar Leuten quatschen und uns dann der Arena-Challenge stellen. Warte mal. Bericht. Abschlag. 65. Also wir können hier mit ihm kämpfen, wir können mit Geradax kämpfen. Also Geradax hat von mir zwei Elbermonks bekommen. Schwerball. Die gibt's hier. Ich habe mir früher damals ständig für Lugia Schwerbälle gemacht. Das heißt, ich habe mich da vorbereitet für dieses dämliche Lugia. Und habe damals bei Kurt in der zweiten Generation immer mir Schwerbälle halt so anfertigen lassen. Das hat immer einen Tag gedauert. Ja. Svenja sagte mir übrigens, die Arena, Arena-Leiter oder einfach generell die Arena, die sei hier unterschiedlich. Und sie hat jetzt hier Kampf, wo ich jetzt hier Geist habe. Hat mir auch noch nahegelegt, meine Liga-Karte zu überarbeiten und meine, mein Outfit endlich mal zu überarbeiten und damit ich immer mit dem Standardkram rumlaufe. Dafür sowas bin ich immer ein bisschen zu faul. Sie sollte jetzt ja, glaube ich, Pinball spielen, hat sie gemeint. Ich bin, wow, da echt mal gespannt. Oh, das sieht auch hier aus wie Pinball. Okay, wenn du möchtest, erkläre ich dir kurz die Regeln der hiesigen Arena-Mission. Die Mission von Passberg ist rein zu vergnügen. Zumindest sind wir von einem Vergnügungspark. Die Regeln sind ganz einfach, du steigst in diese Tasse ein, versuchst sie zum Ziel zu steuern. Im Weg dahin musst du allerdings allen möglichen Hindernissen ausweichen. Ich lese dir am besten mal Passagen aus dem Handbuch des Fahrgeschäfts vor. Wenn du Controlstick und Uhrzeigerin rotierst, dreht sich auch die Tasse rechts rum. Rotierst du nach links, schlägt auch die Tasse in diese Richtung ein. Solltest du mit einer Wand zusammenstehen, kannst du dich durch geschicktes Rotieren wieder von ihr entfernen und Kurs auf das Ziel nehmen. Okay, dann bin ich ja mal gespannt. Arena-Trainer Irenois. Der fordert uns heraus mit Irbis. Okay, Geradax. Der hat drei Pokémon dabei. Wow. Und das war sehr effektiv. Paragoni. Ja, komm. Gottrom. Der hat ja Abschlag drin. Also Gottrom und Geradax sind hier so meine beiden. Oh, der erreicht gleich Level 40.
Abschlag. Relativ easy. Ja, und wieder ein Irbis. Muss sagen, der Controller ist schon wirklich wahnsinnig klasse. Okay, Gautron Level 40. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, weil es jetzt so richtig Pinball-mäßig. Oh oh. Ach so. Ah, ich wusste nicht, dass ich hier die ganze Zeit ganz rechts hätte rüber gemusst. Nein. Nein, nein, nein. Okay. Coole Sache. So, und die nächste Trainerin. Sophie. Oh ja, das Corazon ist hier ein Geist-Pokémon. Voll lustig, das ist so ein totes Corazon. Und hier hat das dann auch noch in der Gala-Region eine Entwicklung. What? Oh, cool. Oh, ich bin trotzdem schneller. Geradax ist schon sehr, sehr schnell, muss man sagen. Nocturne erreicht Level 30. Das sehe ich natürlich gerne. Okay. Okay, ich sehe schon, ich sehe schon. Ich muss hier links rüber. Ah, Gott. Und dann werde ich hier mit einem ziemlich schnellen Tempo. Wahrscheinlich. Hier rüber befördert. Tada! Coole Sache. So. Ja, ich denke, ich weiß schon über die Schwächen von Geister-Pokémon Bescheid. Alpollo. Ich glaube, ich habe dir bewiesen, dass ich Bescheid weiß. Zeppeli. Komm, wir gehen mal wieder hier auf Gottrom. Das war hier so bisher die größte Enttäuschung. Es ist einfach nur Pflanze. Kein zweiter Typ, ey. So, Pokémon, dann heilen wir doch mal hier Geradax. Oh, das wollte ich nicht, sondern ich wollte ihn heilen. Heilen! Oh, jetzt müssen wir die Tränke mal aufbrauchen. Oh,
Und dann stellen wir uns Arena-Leiter Nummer 4. Gleich geht's wieder los mit der Techno-Mucke. Da hat er richtig Stimmung gemacht. Ich bin Neo. Fangen wir an. Arena-Leiter Neo fordert dich heraus. Kabaya. Jo, Nachthieb. Ja, nicht sehr effektiv, mein Freund. Mimikma. Ich bleib drin. Dass es hier auch mal wieder zum Einsatz kommt, das Mimikma. Oh, coole Augen. Okay. Das ist natürlich nicht so nice. Die Tarnung ist aufgeflogen. Oh, komm schon. Hör auf, mich hier so zu neuen, Mann. Ich switch raus. Gottrom. Rein mit dir. Okay. Schon wieder Clownwetzer. Auf was bereitet er sich davor? Oh Gott. Sophie hat dir das jetzt aber gerade nicht gebracht, mein Freund. Gorgason. Wir kämpfen weiter. Das ist die Entwicklung. Oh, Konter. Nee. Gengar. Wir wechseln Geradax rein. Da bin ich jetzt mal gespannt. Gengar, auf welchem Level? Mein letztes Pokémon ist ganz allein. Wie traurig, wie beängstigend. Level 36. Dynamax! Deiner Dunkel! Thank you.
So, das wird er mit Sicherheit auch Dynamaxen, ha? Huh? Gengar, Giga Dynamax. Tauche alles in Dunkelheit. Mal sehen, ob ich gegen seinen Giga Dynamax bestehen kann. Ach du Scheiße, sieht Gengar cool aus in Giga Dynamax. Oh mein Gott, sieht das cool aus. Oh, wow, 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 wow. Es hat nicht ganz gereicht. Aber dafür hat es gereicht. Deiner Dunkel. Und damit ist auch ein Gengar Geschichte. Pikachu will so nichts mehr lernen, ne? Die letzten, keine Ahnung wie viel Level. 7 oder so? Jo, da haben wir Neo besiegt. So stark bist du also, vor Schreck wäre fast meine Maske runtergerutscht. Ja. Nicht schlecht. Danke, Gyarados. Wow, du bist zu stark für mich. Hier, der Geisterorden. Coole Sache. Jetzt kannst du alle Pokémon bis einschließlich Level 40 fangen. Mach weiter so. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg gegen Neo Deagle. Als Anerkennung deiner Leistung überreiche ich dir diese TM. Bitteschön. Bürde. Eine Attacke, bei der der Anwender das Ziel bedrängt, fügt Zielen mit Staatsmodul im hohen Schaden zu. Oh, und als Andenken eine unserer Uniformen. Ja, die Geisteruniform erhalten. Den Geisterorden hast du dir verdient. Nur weiter so, Deagle. Dankeschön. Wartet jetzt hier wieder jemand? Woll, woll. Oh, Sanya. Haha, ich glaube, mein Woll, die mag dich. Prima, dass ich dich hier treffe. Du kennst doch die berühmte antike Stätte von Pesbeck, oder? Nun, angeblich soll sie mit der Heldengeschichte von Gala zusammenhängen. Allerdings scheint mir das, was heute noch dort oben zu sehen ist, kein Original aus alten Zeiten mehr zu sein. Ich würde die antike Stätte gerne zeigen. Nachdem du mir letztes Mal schon einen hilfreichen Denkanschluss gegeben hast, würde mich deine Meinung dazu interessieren. Oh. Ja. Was in der Welt war das für ein Geräusch? Kam das etwa von der antiken Stätte? Schnell, lass uns nachlegen. Komm, Woldi. Ja, Fifi. Ja, fein. Ja, fein. So, wir gehen natürlich jetzt erstmal hier Pokémon heilen. Oh, die sind geheilt. Dann gehen wir hier erstmal speichern. Und dann begeben wir uns mal da hoch, weil das war ja auch schon vorhin so ein bisschen brüchig. Und da haben wir gedacht, ja, da kann man bestimmt rein. Ein Top-Beleber. Was passiert da oben? Ja, warum gehst du nicht hochgucken? Mädel. Reiß alles ein. Hör erst auf, wenn wir auch den letzten Wunschstern gefunden haben. Raya! Ich werde so viele Wunschsterne auftreiben, dass der Präsident mich mit Dankbarkeit überschütten wird. Pantinaraya, als Pokémon des Siegerpräsidenten solltest du dich glücklich schätzen, an meiner Seite für ihn Wunschsterne suchen zu dürfen. Nicht du schon wieder. Ah, ich verstehe schon, was hier vor sich geht. Du willst mir die Wunschsterne wegnehmen, um dir die Gunst des Präsidenten zu erschleichen. Ein perfider Plan, das muss ich dir lassen. Aber du glaubst doch nicht ernsthaft, dass ich dir das durchgehen lasse, oder? Niemand stellt sich zwischen mich und den Präsidenten, ist das klar? Oh, toll. Ich meine, okay. Wenn du denkst, es wäre so einfach, dann mache ich es halt so. Bumm.
Bettes, ne? Durch diese Aktion ist mir quasi schon klar, was ihr drauf habt. Einmal auf die Uhr geguckt. Oh. Primano, ich lasse einfach mal Geradax drin. Warte mal, ist es ein Psycho oder ist es Vorahnung? Ist es Psycho oder ist es Fee? Bettes, ne? Durch diese Aktion ist mir quasi schon klar, was ihr drauf habt. Sieht Zauberschein. No! Oh, wow. Du Lusche. Okay, bei Ponita wechseln wir einmal auf Gottrom. Mit dem hohen Angriffswert und Abschlag sollte das eigentlich reichen. Hypnomorba. Nö. Ich muss einfach gewinnen für Liga-Präsident Rose. Kannst du knicken. Abschlag. Tot. Das war nichts. Da muss irgendwas falsch gelaufen sein. Ich verlange eine Wiederholung. Ja, können wir gerne nochmal machen. Halt die Pokémon. Nochmal, ich meine, der Übungskampf hier. Wie kann das sein? Warum kommt mir ständig so ein Taugenichts wie du in die Quere? Ich bin der Auserwählte des Präsidenten. Ich bin es, der den Champ besiegen soll. Der Elite-Trainer, dem die Zukunft Galas anvertraut werden soll. Und trotzdem. Arena-Challenger Bettes. Ich hatte mich schon gewundert, was du vorhast, als du das Pantinaraya von Präsident Rose geliehen hast und losgezogen bist. Aber das hier macht mich sprachlos. Du kannst doch nicht einfach die antike Stätte demolieren. Was kümmern Sie ein paar alte Steine, wenn auf dem Spiel steht, was in 1000 Jahren aus dieser Region wird? Glauben Sie etwa, dass Sie dem Präsidenten mit Ihrem Wankelmut eine Hilfe sind? Wenn Sie wirklich seine Assistenten sind, dann unterstützen Sie ihn gefälligst auch. Bettes, das reicht. Es schmerzt mich, das sagen zu müssen, aber du hast mich zutiefst enttäuscht. Als ich dich als kleinen Jungen entdeckte, sah ich eine große Einzigkeit in dir. Aber darüber hinaus sah ich auch, dass gewaltiges Potenzial in dir schlummerte. Ich wollte dir die Möglichkeit geben, dieses Potenzial voll zu entfalten. Deshalb schickte ich dich damals auch auf die Trainerschule. Ich sah mein jüngeres Ich in dir und wollte deshalb eine Chance geben, etwas aus deinem Leben zu machen. Aber was hier geschehen ist, zeigt mir deutlich, dass du keine Liebe für Gala verspürst. Es tut mir der Seele weh, aber jemand wie du ist für die Arena Challenge nicht geeignet. Du gehst jetzt erstmal nach Claw City zurück. Wir entscheiden später, wie wir mit dir verfahren. Und die Augen sind groß. What? Das kann nicht ihr Ernst sein. Ich bin disqualifiziert? Damit gehen sie einen großen Fehler. Sie haben mich doch persönlich für die Arena Challenge empfohlen. Mir fallen hunderte von Möglichkeiten ein, mit dieser Situation umzugehen. Und sie entscheiden sich allen Ernstes für die schlimmste von allen? Du hast ihn gehört, Bettes. Deine gesammelten Wunschsteine kannst du derweil mir überlassen. Yep. Jep, jep, jep. Ah, das sind auch Sanya und Diegel. Was für ein Schlamassel, nicht wahr? Es schmerzt mich, einen Challenger auf diese Weise scheiden zu sehen. Aber es hilft nichts. Arena-Challenger üben eine Vorbildfunktion aus und haben mich daher stets tatlos und fair zu verhalten. Jetzt erinnere ich mich auch wieder daran. Beim Kampf von Bettes hat der Kommentator mal erwähnt, dass Bettes keine Familie habe. Als Rose ihn dann unter seine Fittichen nahm, begann Bettes alles für ihn zu tun. Uff, was für ein Desaster. Hoffentlich lässt sich die antike Stätte wieder restaurieren. Oh oh. Aha, das macht jetzt alles Sinn. Klick. Jetzt hat es Klick gemacht.
oh nein, die Wandmalerei ist völlig ruiniert. Aber so, erst so Klick, aber oh nein. Aber jetzt weiß ich alles. Aber dadurch, aber dass dadurch diese Statuen ans Tageslicht gekommen sind, ist Glück im Unglück. Was in dieser Entdeckung ändert unser Verständnis der Legende Gaals am meisten? Die Pokémon. Genau, diese Wesen, die Pokémon aussehen, führen ein Schwert und ein Schild mit sich. Sie stehen ganz klar im Vordergrund und stechen viel stärker ins Auge als die Helden. Ist dir sonst noch irgendwas an den Statuen aufgefallen? Der Elefantenteppich. Genau, damit können wir wohl eindeutig davon ausgehen, dass es zwei Helden gab. Die Frage ist bloß, warum im Knospi Inn da nur eine einzige Heldenstatue steht. Diese Statuen sind viel älter als die Wandteppiche oder die Heldenstatue im Hotel. Deshalb dürfte das, was wir hier gefunden haben, näher an der Wahrheit dran sein. Hm, was lässt sich daraus schlussfolgern? Das Schwert ist ein Pokémon. Genau, das habe ich mir auch gedacht. Wie es aussieht, trug ein Pokémon ein Schwert mit sich und das andere ein Schild. Was, wenn die Leute das Schwert und den Schild mit eins zu eng mit den beiden Pokémon verbanden, bis sie endlich gleichbedeutend waren? Du weißt schon, das Schwert stand für eines der Pokémon, das Schild für das andere. In der Zeit könnte man sich schließlich nur noch an das Schwert und das Schild und den Schild erinnern. Dass es die beiden Pokémon hier gegeben hatte, geriet völlig in Vergessenheit. Die beiden Jünglinge sind also die Helden und das Schwert und der Schild waren eigentlich zwei Pokémon. Aber warum wurden die Statuen, die uns dieses Wissen vermittelt haben, hinter einem Kunstwerk versteckt? Danke übrigens für deine Hilfe. Ich glaube, die Entdeckung könnte zu einem richtigen Durchbruch werden. Haha, Durchbruch, alles eingerissen. Wenn du dich jetzt wieder der Arena-Challenge mit, dann sollte die dir helfen. Als nächstes geht's für dich nach Fairbelly, richtig? Dann mal viel Erfolg. Ich werde hier mit Belebern zugespammt. Okidoki. Ja, wir wollen jetzt natürlich erstmal hier Pokémon heilen und so. Ja, weil Geradax hat ein bisschen auf den Deckel bekommen. Bin ich auch gespannt, was auf der nächsten Route für Pokémon auf uns warten. Jetzt haben wir vier Orden. Vier Orden. Ich meine, klar haben wir viel Zeit und so mit allem verbracht, aber... Ich meine, ich würde jetzt hier die Pokémon heilen und dann... Werde ich dann trotzdem noch mit euch noch mal ganz kurz gucken, wie es auf der Route aussieht. Ich frage mich ja, wie Geradax sich entwickeln kann. Dun, 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 dun. Wirrscheinwald. Oh, wow, lol. Okay, Leute, das ist der perfekte Ort, um eine kleine Pause zu machen. Das sieht cool aus. Holy shit. Wo sind wir jetzt eigentlich? Warte mal. Sollen dann hier hin. Fairbelly. Das ist dann die nächste Arena. Und danach können wir von hier aus den Norden raus, ey. Spikeford. Warte mal. Arena Nummer 5. Arena Nummer 6. Nummer 7 und Nummer 8. Aha. Score City. Score City. Das ist so alles Score City. Das ist so eine riesengroße Stadt. Okay, Leute. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal bei dem Abenteuer im Wald auch wieder dabei. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.